So, herzlich willkommen zum großen Pack-Opening bei FIFA 14, jetzt hier am Heiligabend, 24. Dezember. Bisschen vorbereitet das Ganze. Ein großes Pack-Opening, was ich heute machen will, das bestimmt bis zu einer Stunde eventuell gehen kann. Und dann am Ende auch noch mit einer kleinen Verlosung, die ich jetzt noch nicht sagen würde. Die werde ich dann noch. Ähm, Preis geben. Informationen dazu gibt es dann auch noch in der Beschreibung oder auf Facebook. Links findet ihr da unten dann alle. Also müsst es keine Fragen geben am Ende. So, ähm ja, es gibt viele dumme Leute, die um sie FIFA Points. Hierfür. Also was wir heute machen, das hat ja eigentlich der Wert von 1000, äh, 1000 Euro, 10 Euro. Ähm, wir sind aber nicht so blöd. Denn ich habe mir Münzen gekauft im Internet. Da oben seht ihr es ja, ich habe 639.000 Münzen. Also 600.000 habe ich mir gekauft. Also am Ende nur 570.000 wegen dieser scheiß EA-Gebühr 5%. Aber am Ende, wie bleibe ich dafür jetzt bezahlt? 70 Euro. Ich habe ausgerechnet, hier mit diesen 100 Euro kann ich mir 80 Packs öffnen. Die 150 der Premium Gold Sets. Aber mit den 600.000 Münzen... Da kann ich satte 95 Packs öffnen und habe 20 Euro gespart. Also, wo ich die Münzen geholt habe, findet ihr auch in der Beschreibung. Da könnt ihr zahlen mit Überweisung, Paypal, Lastschrift, Kreditkarte, Mastercard, PaySafe-Karte. Auch für die, die noch kein Konto haben. Würde ich alles Mögliche. Aber bei, bei PaySafe-Karten müsst ihr beachten, da gibt es eine Gebühr. Wie hoch ist die? Ich glaube, 7% oder sogar noch mehr. Sogar 12%, aber ich weiß es nicht. Kann auch weniger sein. Links findet ihr alles in der Beschreibung. Gut, ich weiß gar nicht. Ich habe letztens gesehen, es gab irgendwie Jumbo Packs. Aber nein, die gibt es heute nicht mehr. Wir wollen ausschließlich Premium Gold Sets kaufen. Und das machen wir jetzt die ganze Zeit. Ja, Verlosung am Ende ist dann etwas geheim, jetzt noch, was da rauskommt. Vorspulen zählt auch nicht. Ihr müsst jetzt durch. Nein, Spaß, wenn ich keinen Bock habt, könnt ihr auch vorspulen, aber egal, hoffentlich greifen wir hier irgendwas Geiles ab. Aber hier ist schon mal Schrott drin. Aber nach diesem Pack-Opening wird es auf jeden Fall wieder richtig schön für Erträge und Fitness geben. Hier schon wieder ein 30er abgestaubt. ZUN zu ZM, das brauche ich für die v. Ja, danke. Ähm, der Scheiß kann weg. So, wartet mal. Das mache ich jetzt nämlich. Mal kurz. Denn. Hier. DV, der kleine. ZOM. Aber jetzt machen wir aus ihm schön ZM. Und jetzt haben wir mein Team eigentlich auf 100% grün. Ja, ziemlich die Punkte sind auf grün. Vorher war der nämlich gelb. Vielleicht ist er ja jetzt noch heftiger. Wenn er vorher schon so heftig war. Aber das sehen wir dann. Wir gönnen uns jetzt einfach mal viele Packs. Ich hoffe auf jeden Fall auf Messi, Ronaldo. Oder auf einen anderen schönen Spieler. Wir werden. Ich denke, wir werden auf jeden Fall einen ähm, TM-Spieler in Form finden. Oh, den nehmen wir mal mit. Also ich nehme eigentlich immer alle mit, die so, ich sag mal, richtig Gold sind. Also in diesem Gold hier und das nehmen wir auch, weil das sind mal jetzt dann auch die Heftigen, die man gut verkaufen kann und die so auch 600 Münzen geben. Das tut es auch, wenn wir es hier mit Münzen kaufen, trieben wir natürlich auch immer Münzen weg. Das heißt, wenn ich mir jetzt 90 Packs kaufe, gönne, dann haben wir am Ende, können wir uns eigentlich nochmal 10 holen oder so. Honda, der ist nicht schlecht. Oh. Die nehmen wir beide mal mit. Nein, nein, kenne ich nicht, aber. Montoya, der ist eigentlich auch nicht so schlecht. Äh, nee, nehme ich auch mal mit. Kann man vielleicht auch noch gut verkaufen. Ich kenne mich noch nicht so aus, wie die verkauft werden können, aber ich glaube, bei dem ist was drin. Da ist gerne in die Tonne. Übrigens, wenn ich es irgendwie vergesse, weil jetzt ja natürlich keine Musik mehr Hintergrund ist, ist. Ist das dann ein bisschen scheiße, aber es gibt von YouTube so Hintergrundmusik, die kann man einfügen. Da gibt es dann auch keine Probleme mit irgendwie irgendwas. Oh, Müller. Krass. Und die werde ich dann einfügen, weil sonst ist das natürlich ein bisschen scheiße hier. Die ganze Zeit ohne Musik. Dann noch als Special. Da musst du. Warte mal. Ne, komm, unnötig. Unnötig, dieses Training. Das ist bei mir hat das noch nie was gebracht, finde ich. Noch nie was gebracht. Unterschied minimal auf jeden Fall. Weil die können das eigentlich gar nicht, also ich verstehe gar nicht, wie die das dann so zuordnen können, dass der extrem viel besser ist. Oh. Okay, das war nicht so gut, aber es ist auch ein Verteidiger. Aber Moment läuft ganz gut. Das kann auch alles weg. Ich sehe auf jeden Fall schon den Vertrags... Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt ja jetzt keine Begrenzung mehr bei den Verträgen. Ich hoffe, das bleibt auch so. Weil im Moment... Oh mein Gott, ich habe glaube ich jetzt schon irgendwie so 300 Vertreter oder so. Das sind extrem viel. Ne, Tom, die können auch alle weg. Die wollen wir nicht. Hand geht zwar noch so, aber hm. Naja. 600.000 Münzen, mit wem? Wen hätte ich mir damit eigentlich holen können? Bestimmt irgendwie einen richtig guten Spieler. Welcher Spieler kostet 600.000 ungefähr? Messi viel mehr, wird im Moment irgendwie bestimmt 1,5 oder so kosten, weiß ich dort auch nicht, habe ich mal am Anfang danach geguckt. Da hat er schon zwei, glaube ich, gekostet, aber jetzt nicht mehr so viel. Ronaldo ist, glaube ich, ein bisschen billiger, aber sonst sind die ja nicht gleich. Manchmal teurer, manchmal billiger. Also manchmal ist der eine teurer, manchmal der andere. Weiß man aber nicht. Wen haben wir da? Fred. Okay. Und, ähm, Hernandez. Ach, einen guten Paceswert. Oder oh, mir Fred nehmen wir auch mit. Wer ist denn Rudi? Rudi. Was ist denn das für ein Achim? Auf jeden Fall erstmal bei Hoffenheim, oh mein Gott. Lappen. Bo -bo Mensch, spackt mein Internet gerade wieder ein bisschen, deswegen lädt das hier auch ein bisschen lang manchmal. So Komm, wo ist mein Messi oder mein Inform-Spieler? Er ist eigentlich gerade im Team of the Week, Team der Woche. Ich glaube, so gute Spieler sind ja gerade nicht drin. Ich gucke jetzt auch nicht. Also wir müssen eigentlich einziehen, sonst wäre das große Verarsche hier. 80 Packs und dann nicht und dann kein Team of the Season. Äh, ich sage mal Team of the Season. Team der Woche Spieler. Ähm Nee. Ba, ba, ba. Ich überspringe das jetzt einfach immer dieses blöde Drehen am Anfang. Aber bis jetzt können wir echt nur Verträge kassieren. LV, LAV wird nicht viel bringen. Bei welcher Aufstellung spielt man denn bitte auf LAV? Auf Links, Außenverteidiger. Keine Ahnung. Komm, Messi ist drauf, Messi ist drin. Bitte. Bitte. Oh, ein Silberspieler. Aber Bojan, der ist nicht schlecht. Auf jeden Fall Fitness, glaube ich, für das ganze 2014. Auf jeden Fall. Mal gucken, ob ich Silvester auch noch so ein ähnliches Special mache. Morgen und übermorgen kommen dann ja auch noch mal zwei Videos. Aber... Das wird noch eine kleine Überraschung sein, was da morgen kommt. Oder was wir da machen. Auf jeden Fall wird bei allen Videos heute und morgen was auch für euch dabei sein. Heute, morgen und übermorgen. Zu Weihnachten ein bisschen was. RFRM, nee, komm, das kannst du alles in die Tonne schmeißen. Och komm, ich würde das so feiern, wenn ich mal Ronaldo oder Messi in einem Pack hätte. Ich habe bestimmt schon über 200 Packs in meinem ganzen FIFA-Leben geöffnet. Mein bester Spieler war Ronaldinho Second EF. Hm. Die ganzen Therapeuten und Ärzte. Die sind auch immer mal ganz praktisch mitzunehmen. Mein Gott, wir haben 500 Sachen bei uns im Verein. Gott. Komm, gib mir einen guten Spieler. Kassiers oder Neymar wäre auch mal Bombe. Oh. Das ist alles Schrott. Alles Schrott. Ls zu Lf, wer braucht das? Okay, vielleicht doch manche. Vielleicht ist auch richtig viel Asche wert. Ich habe keinen Bock, das nachzugucken. Und ich habe jetzt schon mal ein Pack-Opening gemacht. Dann kamen da irgendwie Kommentare. Du Idiot, warum hast du den abgestoßen? Dafür hättest du 400 Münzen bekommen. Dann dachte ich mir, oh mein Gott, willst du mich irgendwie verarschen? Komm. Palacio, der ist gut. Der ist gut, den hatte ich früher in meinem Argentinien-Team. Der ist heftig. Der hat schöne Pace-Wert. Dann auch BAM, hammermäßigen Schuss. Ah, jetzt habe ich hier Spielertraining mitgenommen. Egal, verkaufe ich gleich wieder. Bam, bam, bam. Also ich kann auf jeden Fall allen nur raten, statt FIFA Points und EA dann richtig viel Geld in den Arsch zu schieben, lieber FIFA Münzen zu kaufen. Ähm, weil das ist... Trägst du mehr von und hast dann auch besseres Gewissen, dass du EA nicht so sehr unterstützt hast. Okay, er ist nicht gut. Ich würde nie in mein Team setzen, aber ich glaube, er ist ein bisschen was wert. Er ist gar nicht so schlecht, eigentlich. Ich weiß nicht, ich mag ihn irgendwie nicht mehr so seit WM 2006. Hasebe, Baumann. So. Ah, wer ist das eigentlich in dem inter mailand -Trikot? Ich weiß es gar nicht. Egal. Komm! Ah. O'Neill. Hier haben wir Kopf. Nochmal Kopf. Und wieder tausend von Verträge. Was ist jetzt? Ähm, ja, Fitness kann man da mitnehmen. Und 100.000 Münzen sind schon weg. 20 Packs haben wir gleich auch schon. Also nicht mal ein Drittel. Das heißt, das ist noch richtig viel vor uns. Oh, Lichtsteiner. Nehmen wir aber auch mal mit. Und Erzgebirge, Aue, Trito. Nee. F.C. Augsburg, nicht Aue. Ba, 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 hässlich. Aber ich muss mir auch mal neue besorgen unbedingt, weil meine sind ja auch nicht mehr so die schönsten. Wen haben wir? Niemanden. Hier wäre er denn? Lutscher. Oh, Fitness, da ist wieder. Die geben auch schön viel Asche, wenn man gerade richtig viel von denen hat. Freund von mir hatte mal 120 von denen gesammelt, hat am Ende 400.000 Münzen. Durch die bekommen, also. Das ist schon heftig. Aber die sind selten. Von den 80 Packs, die wir ziehen, werden da vielleicht. Mit Glück irgendwie 10 drin sein. Und Dante. Ist auch nicht schlecht. Heilung nehmen wir auch gerne mit. Manchmal verletzen sich meine Spieler einfach so aus Lust und Laune. Dann, wen haben wir noch? Komm, bitte mal einen richtig toten Spieler jetzt. Degea, hm, naja. Er ist schon ein guter Torwart, der zweitbeste von den Spanischen, kann man eigentlich sagen. Nach chassier. Und was haben wir denn hier? in Duplikat? Ja, komm, dann setzen wir den direkt auf die Liste. Einfach 650, das ist eigentlich, finde ich, immer der beste Preis. Dann kann man nie was falsch machen. Startgebot mache ich ansonsten eigentlich auch immer nur 150. Das ist unnötig, wenn man als Startgebot irgendwie 2000 macht. Entweder man verkauft oder verkauft nicht. Oh Gott. Mariano. Ne, den nehmen wir auch mal mit. Aber der Rest. Bäh. PSG und den nehmen wir noch mit. B -b 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 Bitte jetzt hier, komm. Soldado. Ah, das ist auch ganz schön hässlich geworden. Ich weiß noch genau, wie ich den in meinem spanischen Team immer hatte, weil ich mir nie einen anderen leisten konnte. Bäh. Ich wette sowieso noch, dass sie Messi irgendwie in den Bronze immer in den Bronze Packs verstecken oder so. So richtig hässlich, eklig. Jesus Navas. Auf jeden Fall. Auch schönes Tempo. Kann man immer. Also ich glaube, Spieler mit Tempos sind so ziemlich die beliebtesten in, in ganz FIFA. Würde ich mal so meinen. Danach ist Schuss, weil wenn du Tempo hast... Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Ups. Wenn du Tempo hast, dann muss auch unbedingt nicht der Schuss da muss auch der Schuss unbedingt noch nicht so ähm, so stark sein das ist dann egal Lulitsch. okay, der Lulatsch LV LAV habe ich ja schon mal gesagt brauche ich nicht So. 400.000 Münzen kann ich eigentlich mal anfangen, vielleicht von der Verlosung schon zu sprechen. Dann spart man sich ein bisschen Zeit. Oh, ich habe echt nur Verträge hier drin, Blutes. Wir haben gleich schon 600 Sachen im Verein. Oh Gott, oh Gott. Malaga-Trikot sieht aus wie Barcelona. Äh, Barcelona, Argentinien. Trikot. Findet ihr das neue Deutschland-Trikot? Also, ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde es mir nicht unbedingt kaufen. Aber ich finde es jetzt auch nicht so schrecklich irgendwie. Obwohl, ich finde, das es ein roter Streifen zu viel irgendwie versaut das das von hinten sieht's von hinten sieht's tut aus und sonst finde ich es eigentlich auch nicht so hässlich, aber ich weiß nicht, ob man die Farben lieber in schwarz, rot, gold gemacht hätte und nicht die drei Rottöne. Also wenn dann finde ich, das ein Rotton zu viel drin. Der letzte irgendwie aber jedem das andere, jeder, wie es mag. So, und wenn ich jetzt nicht mal gleich einen Profispieler rausfische, dann drehe ich durch. Drehe ich durch. RFRS. <laughs> Caballero, den hatte ich früher in meiner argentinischen Mannschaft auch drin. Eigentlich hätte ich ja Romero drin gehabt, aber den Spieler gab es in Second DF und dann war der eigentlich auch ganz gut. Er war zwar nicht heftig, aber... Er war dann auf jeden Fall besser als Romero und das war es mir wert. Weil sonst hat Argentinien äh, eigentlich keine guten Torwerte. Damjan... Damjanovic. Damit kann man nichts so anfangen, Leute. Oh, Doppelfitness 30er. Wunderbar. Wenn auch ein richtig guter Spieler dabei dann hätte sich das Pack hier ja gelohnt. Muss ich mal vorstellen. Eigentlich muss man nur mal so eine Million, ne, Million Euro, Millionen Münzen investieren, um wirklich dann nur Packs zu kaufen. Und wenn man dann Messi zieht und verkauft, kann man sich ja nicht wiederholen. Dann hat man vielleicht Glück, man zieht dann Ronaldo und Messi, oder zweimal Messi. Das ist ein richtig... ...ein richtiges Glücksspiel hier eigentlich. Vorland, der war sehr gut. Ach, wie unnötig, warum sind da zwei 1.000er drin? Warum denn nicht... ...eine 2.000er? Ich finde das sowieso total behindert, diese Münzendinger hier. Oh, nein. Nein, oh. scheiße. Jetzt habe ich so viel Scheiße in meinem Verein schon, die ich aus Versehen abgespeichert habe. Jetzt, Komm, jetzt gib mir was Gutes. MSZOM Ein Gratis-Goldset, wie unnötig ist das denn? Aber gerne. Ich dachte irgendwie ein gratis Messi oder so, weil Messi drauf ist. Oh mein Gott. Nein, 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 nicht das. Und das kann alles weg. Äh, hole ich mir jetzt das gerade Set oder erst später. Nee, komm, hol ich mir jetzt. Jetzt ist bestimmt eh nur Scheiße drin. Das ist auch so ein normales gold set wo nur ein seltener drin ist. Aber jetzt ist Messi drin. Oh. Natürlich nicht. So weg damit. Hm. Ach scheiße, was mache ich denn jetzt? Und was stand da unten eigentlich bei Ferienangebot? Ach, irgendwas mit Silberset. Das will ich gar nicht mehr wissen, ob die mir da irgendwelche Silbersets andrehen wollen. Komm geh weg. Biani. der ist hammer schnell. Das ist ein Tier mit 96 Tempo, oh mein Gott. Danke, dass ich den krieg. Und dann noch ein 13er Fitness. Oh, das ist ein gutes Set. Das hier ist ein gutes Set, weil Biani kostet, glaube ich, auch so 30.000. Dann hat man hier jetzt auf jeden Fall was gespart. Eine Menge. Mhm. Doppelfitness, Hammer Nice. Damit haben wir jetzt, glaube ich, wirklich bald ausgesorgt für ein Jahr hier. Das ist richtig gut, weil Fitness kostet eigentlich immer richtig viel. Und früher, wenn ich knapp bei Kasse war, musste ich immer zusehen: ja, paar Spiele gemacht, dann wieder Fitness laufen. Da blieb am Ende nie richtig viel übrig, aber jetzt beim Fitness auf Lager einfach mal reinklatschen. So, und nach dem Pack hier machen wir mal kurz eine kleine Aufnahmepause und machen danach weiter. So, und wieder zurück bei dem großen Pack-Opening. Zur Weihnachtszeit hier bei FIFA 14. Ja, wenn man, äh, wenn man lange Aufnahmen macht, dann kannst halt du dann schon mal vorstellen, dass man irgendwie gestört wird. Dann muss ich da leider immer mal kurz unterbrechen, aber jetzt gehts ja wieder weiter. Was ist jetzt? jetzt das Spiel hängen geblieben? Nee. Das. Das wär's ja auch noch hier. Und Tom, ich bin ein guter Spieler. Kein Bock, dass das umsonst war. Gonzales, schönes Tempo. Aber ansonsten ist da auch nicht so viel. auch ganz nützlich Haben wir hier nochmal den Herr Messi drauf aber kein Messi drin natürlich der blöde Idiot verarscht uns hier immer Ach komm das sind noch nur Lappen drin ist doch Scheiße Boah, gute Spieler. Und ich glaube, wir schaffen es noch, dass tausend Sachen beim Verein drin sind. Oh mein Gott. ZM zu ZOM, das ist nützlich, glaube ich. Falls ihr vor mir... Da die vorher eigentlich ganz gut ist, aber da ich jetzt hoffe, dass er einfach noch besser ist. Da er jetzt auf richtiger Position spielt. Aber falls er jetzt schlechter ist, dann mache ich das wieder aufheben und dann kann er mich mal... So, und ich kann jetzt eigentlich auch gleich schon mal anfangen mit der kleinen, ne, mit der großen Verlosung. Ist es diesmal eigentlich, die ich starten will? Ähm, ja, da habe ich mir ein bisschen was ausgedacht. Das sind insgesamt drei Preise sozusagen, die man hier rippen kann. Und. Ähm, ja. Die ganze Verlosung, wie die ablaufen wird, das werde ich später nochmal erklären. Es wird auch nochmal ein genaues Special-Video kommen. Ähm, das jetzt auch, ja, sollte jetzt eigentlich genau nach dem Video hier kommen. Oh, des Sanctis. In der genau erklärt wird, was verlost wird und wie das Ganze nochmal funktioniert. Hier erkläre ich das Ganze jetzt aber auch nochmal ein bisschen. Ne, das wollen wir nicht. Und zwar gibt es insgesamt drei Hauptpreise. Oder es gibt drei Preistruppen, meine ich. Und damit gibt es auch insgesamt drei Gewinner. Erster Preis ist natürlich Bombe. Zweiter halbe Bombe. Dritter kleine Bombe. Äh, so, jetzt haben wir es hier nochmal zu einer kleinen Aufnahmepause jetzt bin ich aber hoffentlich wieder endgültig zurück und kann von der verlosung weiter erzählen ah, so <laughs> ähm, ja es gibt drei preistruppen und damit auch drei gewinner wie ich ja schon mal erzählt habe und ja in der ersten preistruppe da kann man sich den preis sozusagen auswählen ähm, zwischen ja sie haben auf jeden fall alles was mit gaming konsole irgendwie was zu tun aber natürlich nur ähm, ja bedingt im Rahmen von 50 bis 70 oder 60 Euro kommt da eigentlich drauf an aber das ist dann eigentlich auch egal denn der erste Gewinner der kann ähm, entweder ein Spiel nach seiner Wahl gewinnen er kann sich wirklich wirklich jedes Spiel aussuchen das er haben will ob für die Wii U für die PlayStation 4 für die Xbox One 360, PS3, Nintendo DS oder auch für den PC. Kann er sich ein Spiel seiner Wahl aussuchen? Es kann das neueste sein, es kann irgendein altes Spiel sein. Schlauer wäre es natürlich irgendein neues. Aber wenn er das gerne will. So, jetzt gab es nochmal eine Unterbrechung und ich drehe hier wirklich gleich durch. Ähm. Wo war ich stehen geblieben? Entschuldigung, im Moment werde ich hier gerade echt so genervt. Weihnachtszeit und alles Mögliche. Da findet man gar keine Zeit mehr. Ähm ja, also es kann sich ein Spiel ausgesucht werden. Das ist mir so egal, was ihr wollt. Ihr bekommt es auf jeden Fall. Aber da gibt es ein kleines Problem. Letztes Mal wurde ich ein bisschen angemeckert von ähm, der, der, der Jugendschutzbehörde und alles Möglichen. Denn ab sofort brauche ich Ausweispopien von demjenigen, denn ansonsten kann ich keine Spiele ab 18 verschicken. Jedoch ist es erlaubt, falls ihr irgendwie 12 oder was weiß ich, 15, 14 seid dass ihr ein Spiel ab 16 bekommt. Also Spiel ab 18 gibt es dann leider nur mit einer Kopie eines Ausweises. Die muss auch korrekt sein. Ähm, mit der Lieferadresse übereinstimmen. Und Mandanda ist ein guter Spieler. Santana auch. Ohne Spiel jetzt bei Schalke. Oha. Naja. Waren hier nur Spieler drin? Okay. Ja. Ähm, das ist ein Spiel. Seiner Wahl auf jeden Fall nochmal zur Wiederholung. Bitte denkt dran, wenn ihr ein Spiel ab 18 wollt, müsst ihr auch 18 sein. Oder das Ganze an eure irgendwie Geschwister oder wenn die Eltern damit einverstanden sind, adressieren lassen. Brauche ich aber von denen die Auswärtstopie, weil sonst will ich da wieder keine Probleme bekommen. Aber ansonsten gibt es von us Cup 0 bis 16 keine Probleme. Ähm, ja. Meistens sind die Spiele ja in dem Bereich von die neueren 50 bis maximal. 70 Euro, dann nehme ich dann noch alles in Preis. Auf Wunsch gibt es natürlich auch für die Xbox One Dead Rising 3, das muss ich dann aus Österreich bestellen. Ist mir bewusst, mache ich dann aber auch gerne, denn das ist ja dann da drin. So, was dann aber auch für den ersten Platz ähm, gewünscht werden kann, ist ein Controller für eine Konsole, die ist mir auch Schnuppe. Da hole ich einen für die Wii, jetzt habe ich wieder X gedrückt, für die Wii, ob für die Xbox One oder PlayStation 4, was ich da aber sagen muss. Für die PlayStation 4 kannst es aber Probleme geben, weil die im Moment schwer zu bekommen sind, aber trotzdem zu bekommen sind, auch nur bei der PlayStation 4 in der Farbe Schwarz, da die anderen zum Teil teurer sind oder auch wirklich gar nicht mehr zu bekommen sind. Ansonsten könnt ihr euch aber auch einen Controller wünschen, was weiß ich, da die eigentlich auch in derselben Preislage sind. PC geht da natürlich nicht. Außer ihr findet eine Maus für 50 Euro, dann hole ich euch die, aber das ist doch Schwachsinn. Ähm, zudem kann da noch für die Playstation 4, wer sich die Playstation 4 sich gegönnt hat, können, kann sich auch gerne die Playstation Camera bestellt werden. Sobald natürlich die aber auch, auch erst wieder auf Lager ist. Ja, das kann alles für den ersten Platz ähm, gewünscht werden. Zweiter und dritter Platz fallen aber so aus, dass es da sozusagen festgelegte Preise gibt, die auch nicht geändert werden können. Und zwar, oh, schöner Pacewert. Und zwar habe ich mir gedacht, dass es für den ähm, zweiten Platz, da habe ich vorbereitet, ähm, entweder 2 x 20 Euro PSN-Karten oder... Ähm, Zweimal 2100 Microsoft. Ne, warte mal. Fail. Oder 3200 Microsoft Points. So. Kommt man nämlich zweimal auf den Wert von 40 Euro. Und dann können sich halt entweder der PlayStation-Spieler die PSN-Karten aussuchen, wenn er gewonnen hat. Oder es ist ein Xbox-Spieler. Der gönnt sich dann natürlich die Microsoft Points. Da gibt es auch keine Wünsche. Das heißt, da könnt ihr euch nicht entweder PlayStation Plus wählen oder Xbox Live Gold. Denn damit kommen wir dann eigentlich zu, ähm, zum dritten Preis, Preis, Preis. Da verlose ich nämlich ähm, einmal für den Xbox-Spieler drei Monate Xbox Live Gold und für den PlayStation-Spieler drei Monate PlayStation Plus. Ich finde, das sind eigentlich alles gute Preise, die man hier gewinnen kann. Auf jeden Fall, auf jeden Fall der erste, wenn er noch ein Spiel fehlt für die neue Konsole. Oder ihr wollt unbedingt das neue Call of Duty Goes, Was weiß ich, ein anderes neues Spiel. Dann könnt ihr euch es damit gönnen. Oder ein neue Controller muss her, was weiß ich. Ein Controller muss natürlich auch im Rahmen von Dings ähm, 40 bis 60 Euro liegen. Denn da gibt es ja dann auch diese goldenen PlayStation 4 Controller. Die natürlich dann auch nochmal eine Stange mehr kosten. Und hier haben wir wieder zweier Fitness. Das ist auch wieder klasse. Oh mein Gott, wie oft ich heute dieses blöde Video unterbrechen musste. Wie gesagt, ein genaues Informationsvideo zu der heutigen Verlosung gibt es direkt nach diesem Video. Eigentlich kann es nur ein paar Stunden danach kommen, auf jeden Fall noch den heute Morgen. Und ähm, wie man überhaupt gewinnen kann. Das sage ich jetzt noch nicht. Das wird erst im nächsten, also im Anschlussvideo zu der Verlosung, bekannt gegeben, weil das ein bisschen komplizierter ist. Darich, Oh, hier haben wir auch nochmal gute Spiele. Ja, es ist ein bisschen komplizierter. muss ich mir noch auch noch ein bisschen was umdenken, sozusagen. Dass das dann auch gut geregelt wird. Ähm. Solltet, also es ist auf jeden Fall so gedacht, dass wenn ihr mir nach zwei Tagen spätestens nach der Verlosung antwortet, dass es ähm, oder nee, ein Tag nach der Verlosung antwortet, dass ihr das Spiel auf jeden Fall noch vor dem 5. Januar bekommt. Natürlich müssen die eventuell von mir auch noch bestellt werden. Das kann dann zwei Tage oder drei Tage dauern. Und dann nochmal weitergeleitet oder ich kann die so im Laden kaufen. Aber gerade beim PlayStation Controller, beim PlayStation 4 Controller, ist das etwas schwerer. So, und bis jetzt haben wir doch echt nur Scheiße hier in den Packs bekommen. Oder ne, eben waren da nicht ganz gute Spieler dabei. Aber die große Hoffnung bleibt dir immer noch aus. Messi, wo bist du? Where are you? Martens. Die haben alle gute Pace-Werte, aber. Ich weiß es nicht, ob die so gut gekauft werden. Ich nehme sie einfach mal mit. Und passt dann schon. Ja, heute ist das natürlich dann die große Verlosung. Morgen und übermorgen wird es nur kleinere geben, in der nur kleine Gewinne abgestaubt werden können. Maximal 20 Euro für den ersten Preis. Im Wert natürlich. Die ganzen Physiotherapeuten, mit denen werde ich jetzt auch dazu geballert hier. Können man aber alle mitnehmen. Mein Gott, wir haben 750 Sachen im Verein bald. Krass. und stowage das ist ein guter spieler den muss ich bei mir in die, in die auswechslung packen auf die bank der ist ja nicht so schlecht heilung kommt auch wieder mit und der rest wieder wohnt in die tonne mal hier. Wer ist denn das da drauf? Ich merke, kann man kennt die Spieler nicht mal, die auf den Packs hier drauf sind. Aber wieder kein Glück. Traurig, traurig. So. Also ich glaube im Moment haben wir echt erst irgendwie die Hälfte, ne, mehr als die Hälfte geschafft. Aber vielleicht, ich sag jetzt mal irgendwie so vier Sechsel oder zwei Drittel, ne. Zwei Drittel ist zu viel. Die Spieler sind hier gut, aber ich kenne die alle manchmal gar nicht. Kommen so ungeahnte Spieler, die kein Schwein kennt. Bam, die werden aber alles schön verkauft. Alles schön auf den Tauschmarkt. Äh, ja, okay. Nehmen wir auch mal mit einfach. Ich glaube, die bringt es auch ein bisschen, selbst wenn man sie nicht drin hat. Kriegt man trotzdem mehr Vertrag bei denen irgendwie? Oh, jetzt nehme ich das ganze Scheiß-Training mit, ich Idiot. Ah, fuck. Komm, Ronaldo oder Messi. Jayko, Er ist auch nicht schlecht, aber da, ich glaube, der ist auch nicht so viel wert. Ja, ist zwar gut, auch berühmt, aber ist auch schlecht geworden irgendwie. verstehe da nicht, wie Spieler so schlecht werden können. Ist schon richtig traurig eigentlich. Man oh man. zwei Brasilianer, aber beide schlecht. Das ist traurig. Weil die 1000, eigentlich müssen wir die 1000 noch volltreten im Verein. Aber ich glaube, ich werde nur bis hundert oder nur bis 100.000 Packs kaufen oder gar nur bis 150.000. Ich muss mal schauen wie weit ich noch mache. So. Ah ja, ähm, habe ich eben vergessen zu erwähnen. Bei dem von wegen Spiel, ähm, egal welches du willst, äh, muss ich nochmal kurz hinzufügen, nicht dass ich dadurch Probleme bekomme. Ähm, es dürfen sich nur Spiele ausgesucht werden, welche eine Standardversion sind. Also nicht irgendwie eine Collectors Edition, die hier mir hier... Nicht, dass ihr mir irgendwie mit einer Skull Edition von Assassin's Creed oder auch nicht die Special Edition. Es muss die stinknormale Standard-Edition eines Spiels sein. Und wenn es nur irgendwie so eine Special-Edition gibt, dann wird die nicht mehr als irgendwie 50, 60 kosten. Dann wird die genauso viel kosten. Dann ist das okay, aber halt die einfachste Edition eines Spiels, die es gibt. Meist ohne DLC und. Jetzt haben wir hier doch gerade den ja vergessen. Also ohne DLC auf jeden Fall ganz standard ja. der ist schlecht aber den auch oh, wie schlecht ist der denn wie kann der nicht deutschspieler sein

Verkaufen wir auf jeden Fall. Den haben wir heute schon mal bekommen. So, komm. Oh, Dauer. Erstmal runterschrauben. Warum ist das auf drei Tage? Ach, dann ist der eine Spieler, den wir haben, auch auf drei Tage. Naja, egal. Da kann ihn einer schön kaufen. Schön lange drauf bieten. Der hat nicht... Man hat auch kein Glück. Hm. Ich kann euch echt sagen, wenn ich hier irgendwie einen guten Spieler noch pick, Messi oder Ronaldo oder was weiß ich wer, dann höre ich auch direkt auf, dann wird gefeiert wird und verlose ich den Rest hier an scheiß Münzen, denn dann, oh mein Gott. Dann habe ich einfach nur ein Millionen Spieler, dann könnt ihr mich alle mal. Jetzt habe ich hier wieder ein Duplikat. Jetzt habe ich ja aus Versehen wieder das dumme Spieltraining mitgenommen. So. Schade, dass es heute keine Jumbo-Packs gab. Die gab es irgendwie vor drei oder zwei Tagen. Oder sogar vier. Da hätte ich mal zuschlagen sollen. Am Donnerstag gab es das, glaube ich mal. Na Naja, komm, der kann mir gestohlen bleiben. Die ganzen Lappen hier. Komm, pack ein. Bo, bo, bo. Dass wir nicht mal ein Team of the Week Spieler gefunden haben, macht mir jetzt auch ein bisschen traurig. Wer ist das? Aber na gut. Ah. komm Messi drauf, Messi drin, Messi drauf, Messi drin. Komm bitte. Chilenni. Ist eigentlich auch nicht schlecht, aber die sind alle nicht so wertvoll, die geben nicht so viel Geld, weil ich brauche die Spieler eigentlich nicht und will die dann auch nur verkaufen, aber die sind halt einfach nicht so viel wert, glaube ich. Also ich glaube halt, dass ich dafür maximal irgendwie, weiß ich nicht, 5000 bekommen oder so. haben die immer eine hohe Gesamtbewertung und dann erhofft man sich, oha, heftiger Spieler. Aber mal der hier, der hat null Tempo, den kann man wirklich wegwerfen. Ich weiß einfach, dass der nicht gekauft werden kann. Jansen, nehme ich auch mal mit, obwohl das ziemlich schlecht war. Und das kann wieder weg. Ich habe mal gehört, alles, was man wegwirft, wird von so einem, Na oh, fuck, jetzt bin ich auf FIFA gekommen, wird von so einem von EA erstellten Club alles verkauft. Und das sind manchmal diese Standardangebote von Verträgen oder so, die es manchmal im Spiel gibt, wo es dann immer derselbe Club ist, und dann denkt man sich, hä, oder wie viele Spieler hatten der von denen? Warum hat er zehnmal den Spieler? Und ich glaube, das ist immer von EA so ein erstellter Club, der hier die ganzen Sachen verkauft, die man hier weg, die man hier schnell verkauft. Nein, das nicht, aber das hier. Ah. Stickellenburg, lebt er noch? Ah ne, war Thunder, so. <laughs> Ups. Was ist hier ja der neue? Oder ist der das? Doch, das ist doch der niederländische Nationaltorwart. Glaube ich, ja doch, ist er. Ich weiß es noch nicht, aber ich glaube schon, dass es ist. So, und jetzt öffne ich hier die letzten Packs. Da ich mit dem restlichen Geld... Da ich mir das lieber noch ein bisschen sparen will, statt jetzt wirklich für diese ganze Scheiße, in der nichts Gutes ist, es auf den Kopf zu hauen. In der Hoffnung, dass auch noch irgendwas Gutes drin ist. Komm. Wir haben auf jeden Fall massig an Spieler zu verkaufen. Ich werde jetzt wahrscheinlich in den nächsten Fifa Folgen zwischendurch noch mal ein paar Packs aufmachen, da wir jetzt noch Geld übrig haben von den Spielern, die wir alle verkauft haben. Hier haben wir noch mal Terry. Müssen wir verkaufen? So. <laughs> auch wieder nichts drin. Honda. Bei den nicht hatten wir ja schon mal. Kann der jetzt auch weg? Ich kann mir jetzt zwar so einen Preisvergleich machen, aber darauf habe ich keinen Bock. Dort viel zu lang. Nelka, den kenne ich auch irgendwoher. Zwar nicht richtig, aber mal von ihm gehört. Aber Test aber. Den nehme ich mal mit. Aber der ist jetzt auch nicht so der heftige Spieler hier. Ach, eine Scheiße. Also enttäuscht bin ich schon, dass nicht mein Thema für Weak-Spieler drin war. Da sind zwar eh nur gerade schlechte Spieler drin, aber wäre schon ein bisschen geil gewesen. Aber es kommt ja vielleicht noch. Hier haben wir Richards. Der muss auch weg, leider. So, und das letzte Pack öffne ich jetzt noch und den Rest spare ich mir an. Da werden wahrscheinlich eh nochmal 50.000, nee, noch viel mehr, glaube ich, Münzen draufkommen. Durch den Verkauf der ganzen anderen Spieler. Und dann holt man sich da zwischendurch nochmal irgendwie fünf Packs in jedem Spiel. Irgendwie... Wen haben wir hier? Guarin. Okay. Nochmal einen Haufen Verträge. Jupp. Oh, das ist dann wieder weg. So, das war's jetzt auf jeden Fall mit diesem großen Pack-Opening. Eigentlich eine Stunde haben wir jetzt, glaube ich, bald. Kann das gerade nicht sehen, weil ich diese ganze große Folge in vier Teile teilen musste. Da ich ja so schön gestört wurde. So, ich kann mich auf jeden Fall nur noch mal dran erinnern an die große Verlosung, an der ihr unbedingt teilnehmen solltet. Je mehr teilnehmen, desto lustiger wird's. Oh, Lehmann, so unnötig, dieses Legends. Diese Legenden. Ähm, ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich wünsche allen meinen Zuschauern schöne Ferien, Weihnachtszeit und wenn ich nicht noch irgendwie was zu sagen habe. Oh doch, das habe ich, deswegen sage ich das jetzt noch nicht. da halte ich jetzt mein Maul. Aber auf jeden Fall eine angenehme Weihnachtszeit. Für heute heiligabend und morgen die zwei Weihnachtstage. Feiert schön, lasst euch reich beschenken, was weiß ich, keine Ahnung. Vielen Dank bis jetzt, auf jeden Fall fürs Zuschauen, ich hoffe euch hat es gefallen und viel Spaß, man sieht sich. Bis zum nächsten Mal.